40 Jahre gibt es die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW schon, seit 1979. Worum geht es in der CEDAW und warum ist sie für die Schweiz wichtig? CEDAW ist die Abkürzung für Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Klingt kompliziert, aber die Botschaft ist einfach. Frauen auf der ganzen Welt sollen ihre Rechte verwirklichen können und vor Diskriminierung geschützt werden. 189 Staaten, darunter auch die Schweiz, haben sich verpflichtet, dieses Ziel umzusetzen. Auf dem Papier haben Frauen und Männer in der Schweiz auch ohne CEDAW die gleichen Rechte. So steht es seit 1981 in der Bundesverfassung. Im Alltag sind Frauen aber oft benachteiligt, sei es am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Asylzentrum. Trotz rechtlicher Gleichstellung haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Frauen haben zum Beispiel tiefere Löhne und Renten als Männer und sind deutlich häufiger von häuslicher Gewalt betroffen. In Leitungspositionen finden sich viel weniger Frauen als Männer. Was sie leisten, zum Beispiel Care-Arbeit, ist oft nicht sichtbar und gilt weniger als Männerarbeit. Was bringt die CEDAW in dieser Situation? Erstens definiert sie für alle Lebensbereiche, was Gleichstellung tatsächlich bedeutet. Mit der CEDAW ist die Gleichstellung eine internationale Pflicht. Zweitens macht sie deutlich, Gleichstellung erreicht man oft nur durch positive Maßnahmen. Das heißt, benachteiligte Frauen werden so lange bevorzugt gefördert, bis tatsächliche Gleichstellung erreicht ist. Dies ist keine Diskriminierung gegenüber jenen, die bis jetzt im Vorteil waren. Drittens sorgt die CEDAW für ein Monitoring. Das heißt, die Schweiz muss regelmäßig in einem Staatenbericht darlegen, was sie für Fortschritte gemacht hat. Das ist auch eine Chance für die Zivilgesellschaft, speziell für Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, die sich für Frauenrechte einsetzen. Sie zeigen in sogenannten Schattenberichten, wo aus ihrer Sicht Handlungsbedarf besteht. Die internationalen Expertinnen im CEDAW-Ausschuss vergleichen und prüfen die Berichte und richten Empfehlungen an die Schweiz. Diese sind für engagierte Menschen und NGOs eine gute Grundlage, um konkrete Forderungen an Politik, Verwaltung und Justiz zu stellen. Die offizielle Schweiz wird also von außen und innen beobachtet. Das stärkt die Frauenrechte. Deshalb nutzen wir die CEDAW auch in der Schweiz, damit alle Geschlechter gleichberechtigt ihr Leben führen können.